Hallo. Nein, der Titel ist nicht Clickbait. Ich finde das wirklich gefährlich. Aus zwei Gründen, auf die ich dann noch näher eingehen wollte. Aber gucken wir erstmal, worum es geht. Es geht hier um ein Video vom ZDF. Jeder kann ganz leicht bei sich daheim Munition für Schusswaffen herstellen, obwohl das in Deutschland eigentlich illegal ist. Und da ist schon mal die erste Sache, die ich wirklich gefährlich finde, wo ich darauf hinweisen möchte. Da sind Sachen drin, die sind nicht leicht und einfach und für jedermann machbar. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Sportschießen und Widerladen. Dann weiß man, dass man sehr genau wissen muss, welches Pulver man verwendet und aufs Hundertstel Gramm genau, wie viel Pulver man zu welchem Geschoss und zu welcher Patrone verwendet. Und wenn jetzt hier durch dieses Video der Eindruck entsteht, man könnte einfach mal irgendwelches Pulver, was man irgendwo herbekommt, irgendwo reinstopfen und da hätte man dann eine funktionierende Munition, ist das höchst gefährlich. An Schießpulver kommt man in Deutschland nicht so einfach. Auch das ist eine nette Untertreibung, wo mal wieder die Sachen, die eigentlich schon gut geregelt sind, weggelassen werden. Und zwar ist es so, nicht so einfach. Bedeutet in dem Fall, man muss mindestens 21 Jahre alt sein, man muss eine körperliche Eignung haben, man muss seine Zuverlässigkeit nachweisen, inklusive Führungszeugnis und Überprüfungen durch die Behörden. Man muss einen Fachkundelehrgang, der staatlich anerkannt ist, gemacht werden, wo man lernt, was man darf, was man nicht darf. Und man muss entsprechende Räumlichkeiten und Aufbewahrungsbehältnisse für die Lagerung nachweisen. Ansonsten ist das verboten. Die Lösung aus dem Waffenforum, man bestellt Kartuschen für Bolzenschießgeräte, da steckt es auch drin. Also wie gesagt, zum einen ist es höchst kritisch und auch illegal. Nur das mal nebenher auch gesagt, Pulver zu gewinnen aus irgendwelchen Kartuschenmunitionen oder ähnlichem. Und zum zweiten Mal hat man keine Ahnung, was für ein Pulver man dann da hat. Selbst wenn man aus irgendeinem Forenpost wüsste, dass einer sagt, nimm davon so viel, weiß man nicht, ob vielleicht der Hersteller der Kartuschen mittlerweile was geändert hat. Und das sind nicht Gramm, sondern das sind wirklich Milligramm, die da dafür sorgen können, dass man sich schwer verletzt oder irgendwas in die Luft sprengt, ohne dass man das möchte. Ganz, ganz kritisch hier diese Darstellung, als wäre das ganz leicht zu machen und als könnte das jeder zu Hause tun. Der Weg zur fertigen Munition ist nicht mehr weit. Ja, und das Zweite, was ich auch sehr kritisch finde, ist diese Implikation, ja, das könnte ja einer machen, obwohl es illegal ist und deswegen müssen wir noch viel mehr verbieten. Ganz kurz hier in dem Sinne noch, man kann vielleicht mit genug krimineller Energie und genug Mut, auch Selbstverletzungen oder den Tod zu riskieren, in irgendeiner Art und Weise was bauen, was dann schießt. Ja, und das ist illegal. Ich kann auch ganz leicht mit einem Küchenmesser oder mit einem Stein oder mit einem Auto jemanden umbringen. Das ist auch illegal. Mal drüber nachdenken, verbieten wir deswegen Küchenmesser, Steine oder Autos? Nein. Es ist verboten, anderen Leuten zu schaden. Das ist richtig so, dass das verboten ist. Wenn sich darüber aber jemand hinwegsetzen will, dann interessieren ihn auch weitergehende Verbote nicht und die nutzen dann auch nichts. Ganz im Gegenteil, die weitergehenden Verbote sorgen nur für Verunsicherungen, für gegenseitige Verdächtigungen, weil jeder das Gefühl hat, jeder kann irgendwie doch was Verbotenes machen und das ist ja alles furchtbar gefährlich. Und es stimmt einfach nicht. Wir müssen da gegensteuern. Wir müssen ein vernünftiges Miteinander finden. Wir haben ein sehr friedliches Miteinander in Deutschland. Und dann braucht man nicht solche Berichte und solche Aktionen, um irgendwelche Verbote zu erlassen, die überhaupt keinen Sinn machen, weil überhaupt kein Gefährdungspotenzial, kein realistisches da ist, wenn wir tausend andere Sachen haben, wo es viel eher wichtig wäre, was dagegen zu tun. Das ist nämlich noch das Nächste. Auf der einen Seite hatte ich letztens irgendwo einen Beitrag gesehen, so, warum ist denn die gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung so schlecht geworden? Warum ist jeder verunsichert oder was auch immer? Fragt euch doch mal selbst, wenn ihr so Beiträge raushaut, warum die Leute verunsichert sind. Ja, das mal als Hinweis zum ZDF. Und damit mache ich Schluss für heute. Wie gesagt, wenn es klappt, dann werde ich noch mal ein bisschen ausführlicheres Video machen zum Thema Verbote, was man verbieten sollte und was man lieber nicht verbieten sollte.